weil du stolz bist, wenn du warst und die trotzdem so belastet, brauch ich dich. Bei Enzo Unplugged können sich die Besucher mit einem Post-it ihr Lieblingslied wünschen. Enzo Lange verfügt über eine angeborene Gabe, das absolute Gehör. Der Musiker kann einen Ton bestimmen und in ein Tonsystem richtig einordnen, ohne die Noten je gelesen zu haben. Der 30-Jährige nutzt sein Talent, um die Münchnerinnen und Münchner mit seiner Musik zu begeistern. Ich habe vor 3 Jahren angefangen. Mein bester Freund meinte, hey, warum holst du nicht einfach mal ein Keyboard und setzt dich in den englischen Garten und spielst ein bisschen was? Und ich hatte total Lampenfieber. Ich habe immer noch großes Lampenfieber, das ist mein größtes Problem. Dann habe ich mich mit meinem Keyboard in den englischen Garten gesetzt und habe angefangen, Sachen zu spielen, die Leute sich beim Vorbeigehen gewünscht haben. Und ja, und aus dem Keyboard wurde ein Steinway-Flügel und jetzt sind wir hier, zum 4. Mal schon in Folge. Amina Thiel in Schwabing haben die Münchnerinnen und Münchner bei dem Konzert mitgesungen und mitgeschwungen. 2 Sängerinnen, Marie Junkersdorf und Kalina, begleiteten das Konzert. Das Grundkonzept ist, ich vergebe Post-its und die Leute können sich in Musikwunsch auf einen kleinen Post-it schreiben und kleben es mir dann ans Klavier. Und dann probiere ich, wenn ich das schon mal gehört habe, dann spiele ich das. Also ich muss den Song schon mal gehört haben und ansonsten in der Pause höre ich ihn mir irgendwie am Handy kurz an. Ich singe einen Ton und er weiß sofort, welcher Ton es auf dem Klavier ist. Und das haben die meisten Menschen nicht, das ist eigentlich was sehr Seltenes. Und somit hat er sozusagen die Gabe, dass er ad hoc alles spielen kann, was man ihm so sagt. Das heißt, jedes Lied, das er schon mal gehört hat, kann er sofort auch wiedergeben. Die Künstler spenden zum Großteil die Einnahmen an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Diese setzt sich für die Bekämpfung von Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter ein. Das ist eine wahnsinnig schöne Aktion, dass er hier für die Krebsstiftung sammelt und das kann man nur unterstützen. Ist auch irgendwie was Besonderes. Ich kenne keinen, wo du einfach auf einen Zettel ein Lied schreiben kannst, ein Post-it schreiben kannst und dann spielt er das auf dem Klavier. Ist irgendwie was Besonderes und deshalb macht es Spaß, einfach hier zu sein. Ich finde so der generelle Vibe, dass hier jeder kommt, dann trinkt man irgendwie ein Glas Wein, man spricht darüber, man singt zusammen, das ist Wahnsinn. Und vor allem finde ich es wichtig, dass man junge Künstler unterstützt. Das nächste Enzo Unplugged-Konzert findet am 27. September statt. Der Ort wird auf Enzo Langes Facebook-Seite bekannt gegeben.